Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile hier in Bielefeld, Ihr EU-Fahrzeugpartner. Heute haben wir mal ein ganz anderes Fahrzeug im Blick, und zwar ein Elektrofahrzeug, den VW ID.3. Erstes Fahrzeug, was wir da haben. Ich selbst habe noch nie irgendwelchen Kontakt zu diesem Fahrzeug gehabt. Für mich ist es völlig neu. Ich bin großer Freund von Verbrennermotoren. Gerne auch mit viel Hubraum, gerne auch mit viel Leistung. Ich bin ganz gespannt auf das Auto. Habe aber den Riesenvorteil, dass unser Kameramann, der Sven-Erik Schäffer, mir heute sicherlich die Details zu dem Auto erklären kann. Das heißt mit anderen Worten, wir steigen jetzt direkt ein. Gehen erst gar nicht groß außen ums Auto drumherum, sondern steigen mal ein, fahren mal eine Runde und probieren das Ganze mal aus. Ja, erstmal ein herzliches Willkommen auch von hinter der Kamera. Wie gesagt, ich bin heute auch mit dabei und werde dem Herrn Mieter ein bisschen über die Schulter schauen, um einfach ein bisschen zur Seite zu stehen. Du müsstest einmal aufschließen, so, bitte. Einstieg über Keyless Access. Leider ist jetzt die Beifahrerseite irgendwie zu. Das müssen wir mal gerade einmal öffnen. So, machen wir jetzt mal auf. Er steigt dann auch direkt mit ein. Sitzt jetzt hier in dem Fahrzeug. Bin erstmal völlig verblüfft von dem extrem vielen hellen Licht hier in dem Auto. Muss mich erstmal so ein bisschen einfreuen, mal eine Sitzposition finden. Mal gucken, wie das hier mit der Sitzverstellung ist. Ah ja, okay, der hat eine elektrische Sitzverstellung. Rutschen wir mal so ein bisschen ran hier. Oh, das ist aber sehr schön gemacht hier mit der Armlehne. Schön rechts und links den Arm ablegen. Das ist sehr entspannt. Okay, jetzt habe ich die Bremse getreten. Und irgendwie muss ich jetzt mal schauen, wie das hier mit Schaltung und mit Lenkung ist. Ich brauche keinen Startknopf drücken, wenn ich das richtig sehe, Sven. Das ist richtig. Okay, ich sitze hier jetzt also in einem Auto drin. Okay, ich würde vorschlagen, wir schnallen uns jetzt einfach mal an. Probieren das Ganze jetzt mal aus, wie sich das so verhält. Jetzt noch nichts gemacht. Ah ja, okay, hier vorne haben wir einen Wählhebel. D, B, R, was auch immer das heißt. Also ich denke mal, wenn ich den nach hinten drehe, ist das der Rückwärtsgang. Ja, okay, dann kommt direkt die Rückfahrkamera. Einen nach vorne scheint jetzt N zu sein und das andere ist jetzt D. Nee, du warst jetzt schon in D, du musst einen zurück, jetzt bist du gerade auf B. Okay. Ja, nochmal einen nach oben drehen. Ah ja, okay, ja, okay. Wir haben es hier vorne in dem Display auch, da zeigt das mir mit an. Jetzt habe ich praktisch D drin. Jetzt, ah ja, okay, ich gehe von der Bremse runter, das Auto fährt direkt los. Ja, ist die Parktronik, die reagiert, weil wir hier vorne noch einen Poller stehen haben. Probieren das jetzt mal. Oh, ein sehr entspanntes Geräusch. Fährt los. Okay. Ja, ist jetzt mal ein völlig neues Erlebnis irgendwie. Gut, das Lenkrad fühlt sich alles an, typisch VW, so wie wir es kennen. Ist nichts Neues. Mal schauen. Ich glaube, ich sitze trotzdem noch ein Stück zu weit vom Lenkrad entfernt. Fahr mal ein Stückchen näher ran. Wie sieht es mal aus? Sven, du müsstest mir jetzt mal sagen, was ich hier irgendwie an Systemen in einem Auto drin habe. Also wie du ja siehst, im Display
Zwischen deinem Lenkrad hast du ja schon den Spurhalteassistent angezeigt, beziehungsweise den Abstandstempomat. Das ist jetzt dies hier. Genau, auf der linken Seite, wo off steht. Ja, okay. Und darunter haben wir dann... Kann ich wahrscheinlich hier rüber... Genau. Ah ja, deaktiviert, jetzt ist er aktiviert, okay. Genau. Dann rechts davon hast du ganz normal deine Geschwindigkeit. Mhm. Dort drunter dann das Wichtigste. In diesem Fahrzeug natürlich die Reichweitenanzeige. Mhm. Also blau ist quasi... ja, deine Beschleunigung und dein Stromverbrauch und grün wird dir dann angezeigt, wie viel Energie du rekuperieren kannst beim Bremsen. Ja, okay. Und natürlich jetzt deine Reichweite. Wir sind jetzt hier mit 95 Kilometer Restreichweite noch unterwegs, weil das Fahrzeug bei uns ja auch benutzt wird. Fahrgeräusch ist extrem leise, ne? Ja, und wir haben hier natürlich auch mal nochmal das First Edition Logo. Dass wir hier halt auch in der ersten ID.3 sitzen. Und dann, wie wir es kennen aus dem Golf 8, auch das Display, dem neuen Home-Screen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen wie ein Tablet. Wir haben hier links den Home-Button. Okay. Immer wieder zurückkommen zu dem Display, den wir jetzt hier sehen. Also wenn ich da drauf drücke, dann komme ich in die Untermenüs rein, Telefon, Radio, Medien, Navigation, Fahrzeug, Setup und kann wahrscheinlich hier einfach... Genau, kannst wieder so rüber swipen. Ah, okay. Da siehst du deine Fahrdaten, ja. Dein Verbrauch hier jetzt ne, in Kilowatt pro Stunde, nicht mehr in Liter pro Stunde. Mhm. Und halt so ein paar Daten wieder rein. Gut, hier Sitzheizung, ne? Fahrer-Beifahrerseite. Genau, ja. Sehr Touch-Display fokussiert, sage ich jetzt mal. Du hast hier unten nur noch relativ wenig Knöpfe, also nur so das Nötigste. Das ist da drunter das Klimamenü hier, oder? Genau, ja. Du hast hier in der Mitte lauter leiser und dann hier links bzw. rechts für den Beifahrer Klimatisierung. Mal, genau, wärmer, kälter. Ja, okay. Aber was wir jetzt nicht sehen mit der Kamera, ist natürlich der Head-Up-Display, den du noch hast. Ja gut, den sehe ich jetzt. Genau, den siehst du beim Fahren. Zeig mir aber im Grunde genommen das gleiche an wie hier auch nochmal. Also ich habe die Verkehrszeichenerkennung mit drin. Ja, korrekt. KMH-Anzeiger. Ja. Und den Adaptivtempomaten. Genau. Dann haben wir halt das Totwinkelsystem noch hier mit dem Spiegel drin. Ja. Auf beiden Seiten. Das wird ja beim Head-Up-Display nicht angezeigt, sondern das wird halt wirklich nur rein in den Spiegeln, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Okay. Das heißt, ich habe hier am Lenkrad jetzt auch nochmal Multifunktion. Genau. Zum einen für laut und leiser, fürs Radio zum Beispiel, Sendersuchlauf und habe aber auch die Möglichkeit, das Ganze komplett über eine Sprachbedientaste zu machen. Ja. Das heißt also, ich brauche nicht zwingend das Ganze jetzt irgendwie über Touch steuern, sondern überwiegend über die Sprachbedienung und kann es dann ganz intuitiv machen. Genau, korrekt. Das geht. Was für mich am Anfang komisch war und womit auch andere Nutzer dieses Fahrzeugs Probleme hatten, wir haben den ja auch schon mal das eine oder andere Mal rausgegeben zur Probefahrt, ja. Dass man denkt, die Button hier am Lenkrad sind Touch, aber das sind wirklich tatsächlich Knöpfe, ja. Die du drücken musst, die auch ein haptisches Feedback dir dann geben. Ah ja, okay. Also das ist nochmal ein Unterschied dann. Genau. Ja. Was ich ganz cool finde, auf den Pedalen hast du ja das Pause und Play, den Pause und Play Button, so ein ganz cooles Gimmick, irgendwie halt Bremse und Gas. Ne? Wir haben hier natürlich auch die Auto-Hold-Funktion, die jetzt hier im Untermenü Fahrzeug, da findest du eigentlich alle wichtigen Aspekte zum Laden. Da kann man einstellen, dass die Batterie nur bis 80% geladen werden soll, wie man jetzt hier auch ganz schön sieht, weil, ne, ist ja immer von Vorteil, deine Batterie nur zwischen 20% und 80% zu laden, um deine Batterie möglichst langlebig zu halten und die nicht zu beschädigen. Also ähnlich wie wir es vom Handy-Akku kennen vom Prinzip her. Also nicht ständig irgendwie totladen den Akku, sondern irgendwo in diesem Bereich zwischen 20% und 80%, damit wir nicht kontinuierlich diesen ständigen Ladevorgang haben, was ja bei vielen Handys eben halt auch immer dazu geführt hat, dass der Akku über kurz oder lang halt aufgegeben hat. Genau. Ich denke, das ist bei einem Elektroauto sicherlich dann auch ein Thema, ne? Ja, das ist halt hier alles mit drin unter dem Fahrzeugmenü. Mhm. Jetzt kann man hier auch nochmal auf Fahrzeug klicken und dann kommen so Eigenschaften wie Komfortlicht, Reifen, Fahrlicht, Spiegel und auch Bremsen. Mhm. Und hier können wir dann nochmal steuern, wie stark das Fahrzeug von selber bremst,
Da hast du dann halt auch die Auto-Hold-Funktion nochmal mit dabei, dass du dann halt, wenn du irgendwann eine Ampel stehst oder so, nicht permanent die Bremse gedrückt halten musst, sondern dass das Fahrzeug dann halt selbst für dich die Bremse hält. Aber ich habe da jetzt auch die Möglichkeit, diese sogenannte Rekuperation einzustellen. Das geht hier tatsächlich nicht. Okay. Die hat das Fahrzeug hat eigentlich in dem Sinne eine festgelegte Rekuperation. Ah, okay, das macht er von alleine. Genau, ja. Das zeigt dir dann ja auch an, nochmal im Kombi-Instrument mit diesen grünen Balken. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich das. Mhm. Ja, hier kann man dann auch nochmal in, sag ich mal, so ein bisschen rumspielen mit dem Licht. Wir haben hier das große Lichtpaket innen wie außen. Mhm. Also das Fahrzeug hat auch eine bestimmte Begrüßungssequenz. Also wenn du mit dem Schlüssel in der Hosentasche auf das Fahrzeug zuläufst, begrüßt dich das Fahrzeug. Und hier kannst du dann halt einstellen, durch welches Lichtdesign dich das Fahrzeug einfach auch begrüßen soll. Du kannst die Farben konfigurieren von dem Licht. Also wir haben hier noch eine Lichtleiste mit drin, die sich dann hier auch durchzieht, vor allem in den schwarz gehaltenen, sehr edlen Türgriffen. Und da kannst du dann halt nochmal alles quasi einstellen, welche Farbe und welche Helligkeit. Das heißt also, ich kann mir das im Grunde komplett personalisieren. Ja. Ich dann sage, so entspricht es meinem Geschmack, so habe ich das am liebsten in dem Fahrzeug eben halt. Genau. Muss da jetzt nicht irgendwelche Dinge einfach so in Kauf nehmen, wie sie halt gegeben sind, sondern kann mir das echt eins zu eins anpassen. Das finde ich natürlich sehr schön. Ja. Und ich finde, man verbringt sehr viel Zeit eben halt im Auto und dann soll man sich eben wirklich auch wohlfühlen können. Das ist das A und O damit, weil ich denke, es ist eben halt andersrum, wenn jemand zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt, möchte er ja auch nicht unbedingt auf irgendeinem unbequemen Sessel sitzen und eine Wandfarbe haben, die ihm auch nicht gefällt. Genau. Okay. Das ist schon relativ simpel gehalten auch. Also du hast zwar viele Farboptionen, wenn wir jetzt hier mal auf Innenlicht gehen, kannst du dann hier nochmal das Design wählen. Wir haben aber auch nochmal im wirklichen Menü ein komplettes Setup nur für das ambiente Licht. Okay. Und hier haben wir dann halt nochmal verschiedene Stimmungen, sage ich jetzt einfach mal. Wir jetzt haben jetzt die Stimmung Eternity. Also das ist so eine Kombination aus Grün, Türkis, Blau. Infinity ist mehr rötlich. Desire ist halt, wie man hier sieht, auch Blue. Euphoria, halt, Vitality, Individual. Genau. Kannst das ist auch nochmal automatisch, dass dir das immer wechselt. Ja. Oder halt hier oben über Individual kannst du es halt komplett selber konfigurieren. Du hast immer eine Hauptfarbe und dann zwei Komplementärfarben, die du halt nochmal wählen kannst, die dann von innen, von unten bzw. von oben nochmal das Ganze ergänzen. Das ist doch Wahnsinn, ne? Hier über die Stimmungseinstellung, das ist echt unglaublich eigentlich, ne? Ja. Was ich auch ein cooles Feature finde, was man hier immer zeigen kann, wenn man ins Klimamenü geht, wir haben hier das sogenannte Smart Climate, wo du dann sagen kannst, pass auf, ich habe kalte Füße im Winter, gehst du auf Füße wärmen oder auf Hände wärmen. Wir haben hier auch die Lenkradheizung mit dabei. Ah, okay. Dann geht die direkt mit an. Frische Luft, über den Pollenfilter dann gereinigte Luft oder schnelles Kühlen, jetzt gerade im Sommer. Wir haben ja heute auch tolles Wetter, wo es dann warm ist, kannst du das halt schnell runterkühlen. Das ist dann natürlich schon cool. Och, das waren jetzt schon 74, aber vielleicht doch ein bisschen schnell. Bremsen wir mal lieber wieder runter. Ja. Aber was auch schön ist, was mir so auffällt eben halt, du hast ja sonst eigentlich bei den typischen Verbrennern immer diese Schwierigkeit, du gehst vom Gas und du hast direkt irgendwie eine Art Motorbremse. Also es bremst relativ stark ab. Mhm. Nun hast du bei dem ein oder anderen Automatikgetriebe heutzutage eine Art Segelfunktion, so nennt sich das Ganze. Das heißt, also das Getriebe entkoppelt dann vom Motor und du kannst dann eben halt wirklich das Auto mal rollen lassen, ohne dass großen Widerstand da ist. Das fällt mir jetzt gerade hier bei dem Auto eben halt auf. Ich gehe vom Gas runter und er rollt halt einfach weiter. Es kommt nicht direkt dieser Nick-Effekt eben halt von der Motorbremse. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil dadurch eben halt auch ein viel, viel entspannteres Fahren halt möglich ist. Gut, Geräusch. Kulisse in einem Auto ohnehin, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Finde ich jetzt extrem gut. Wir haben hier auch so einen kleinen Soundgenerator drin, dass die Fußgänger von uns gewarnt werden. Also wir haben wie so ein Turbinengeräusch, sage ich mal, wenn wir durch die Straßen fahren oder durch die Innenstädte, dass die Leute halt uns hören. Weil ich meine, das ist ja so, du gehst auf die Straße zu. Das Erste, was die Leute machen,
sie gucken halt erstmal nochmal, ja, kommt klar. Da einer, weil sie halt daran gewöhnt sind, das Geräusch zu hören. Genau, ne? Dass sie das auch schon hören. Ja. Und damit das hier, damit sie hier auch bei Elektroautos darauf verlassen können, ist hier nochmal dieser Soundgenerator mit dabei. Was leider nicht geht, was ich ein bisschen schade finde, wie wir es aus dem Taycan kennen, dass du das Geräusch selber bestimmen kannst oder dass es verschiedene Auswahlmöglichkeiten gibt, ist hier nicht der Fall. Es ist immer das identische Geräusch. Okay. Der hat ja eine Frontkamera hier vorne mit drin, ne? Genau, ja. Wie verhält das sich das irgendwie, wenn er jetzt in den Ampelbereich zum Beispiel kommt, wenn er eine Ampel sieht, rekuperiert er dann irgendwo mehr oder bremst er dann schon stärker ab? Genau, was hier... Weil das ist genau das, was jetzt nämlich gerade passiert. Ja. Wir fahren auf die Ampel drauf zu. Ich war noch nicht mit dem Fuß auf der Bremse, aber er bremst von alleine praktisch runter. Genau. Nimmt dann schon mal diese Energie eben halt und lädt darüber nach. Bremst dann schon mal ab. Das ist natürlich, ja, total entspannt jetzt über diese Adaptivfunktion. Also das ist echt gut. Ja, was du auch manchmal siehst, ist jetzt hier im Display vorne, wo jetzt die 50 km/h angezeigt wird, also das Verkehrsschild. Mhm. Wenn er ein Verkehrsschild erkennt, was geringer ist als 50 km/h, zum Beispiel eine 30, dann kommt so ein Symbol, das dir empfiehlt, den Fuß vom Gas zu nehmen. Und wenn du das dann machst, bremst das Auto selber rekuperativ auf die 30 herunter. Sehr gut. Also das ist da auch nochmal, um so ein bisschen Strom zu sparen, um das Ganze ein bisschen effektiver. Ja, er bremst jetzt auch schon wieder ab. Also in dem Moment, wo ich dann selbst auf die Bremse gehe, ist es so, dass er mir das wieder übergibt. Aber im Vorfeld hat er das praktisch komplett selbst gemacht. Genau. Sehr schön. Was ich cool finde bei diesem Auto, weil wir ja keinen Getriebetunnel mehr haben, ist halt der Platz hier unten. Ne? Also ja. Du hast hier halt riesen Staufächer, wo halt alles Mögliche unterbringen kannst. Ja. Wir haben hier auch nochmal zwei USB-C-Ladeports und hier vorne, dieser Bereich, ist induktives Laden. Ah, sehr da gut. Da klemmst du dein Handy rein und dann lädt er das ganz von alleine. So, jetzt haben wir einen ersten Eindruck hier von dem Auto bekommen. Die ersten Fahraufnahmen sind jetzt auch mit dabei. Wir haben mal im Groben uns einen Überblick verschafft. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Mal zwei Videos davon machen. Das heißt, wir haben jetzt hier Teil 1. Teil 2 folgt dann praktisch in der nächsten Woche. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Wenn derzeit irgendwie eine Anfrage ist zu irgendeinem Auto, egal welches, ob Elektro, ob Benziner, ob Diesel, egal was da kommt, Hybrid, gerne per Telefon, gerne auch per Videochat, gerne auch per E-Mail, kein Problem, sonst auch per WhatsApp oder auch über unseren Instagram-Kanal. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und sage ciao, ich bin wieder raus.